Willkommen zurück zu einer weiteren Wahnsinnsfolge Mortal Kombat 1. Freut mich, dass du da draußen wieder dem Wahnsinn verfallen bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Freunde. Bewerten, kommentieren, um dieses Projekt hier ein klein wenig zu supporten. Das war nicht gerade hilfreich. Wir hätten Informationen bekommen können. Ich bezweifle, dass sie etwas wussten. Das waren nur Lakaien. Vielleicht. Das werden wir nie wissen. Es ist immer besser, die Gefühle im Zaum zu halten. Ganz egal. Das Ziel bleibt das gleiche. Wir wollen endlich Havoc loswerden. Korrekt. Wir versammeln meine Champions und ziehen zum Yingtal. Beginnt das Ende. Garrus? Rikija! 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 Kusini! Atomina! Die Zeitlinie ist mein. Heaven, doch! Kang und seine Verbündeten wollen es wohl interessant halten. Vorschläge? Je mehr, desto besser. Das ist deine Bestimmung. Schütze das Erdenreich. Ist es mir nicht erlaubt, mir eine andere Zukunft zu wünschen? Deine Wünsche sind nicht das Problem. Nur die Art, wie du sie erreichen willst. Genug der Spielereien. Unsere Pflicht ruft. Ruhig, Vater. Du sagtest, der Tod soll unterhaltsam sein. Fight. Na, guck mal, Vater und Sohn. Wie geil ist das denn? Und damit habe ich jetzt irgendwie gar nicht gerechnet. Dass wir den hier jetzt bekommen. Ah, ah, ihr Psychos. So nicht. Nice. Alter, er bamst mich hier kaputt. Na, ob Noob auch gegen Titan wird und am Ende nochmal Machtergreifung macht. Ich glaube nicht, dass man den läutern kann. Habe ich irgendwie so ein Gefühl. What? Muss ich eben gerade nicht den Blowy machen? Lord Havoc braucht bessere Lakaien. Das ist ein Diss. Achtung. Ah, Mist, wollte ich hier gerade schön einen wegcasten. Schöner Breaker.
Du bist ein bisschen stinky. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. So, mach den Blow, den will ich sehen. Du bist doof. Schlagabtausch. Also, geht doch. Okay, der ist schon ziemlich edel. Der schalalalalalt. Aber meiner schalalalalalt auch. Ich habe hier Spaß. Und du? Ich mach das. Sehr beeindruckend. Mit Göttern spielt man nicht, Kenshi. Nein, man tötet sie. Bleib zurück. Ich beende das. Nein, Liu Kang. Sie gehören mir. Ja, der ist richtig killgeil. Schatten kämpfen. Aber du bist doch ein Schatten, Liu. Nicht schlecht. Autsch. Das schmeckt. Macht ihr seinen Blowy? Der riecht an meine Pusse. Machst du den Blow? Macke du den Blow? Ja, macke den Blow. Ich mag diese Gesichtsausdrücke. Scheinen alle ziemlich böse zu leiden. Deine Mängel waren zu offensichtlich. Fight. Lass mir so einen schönen Feuerdrachen in die Fresse. Nicht schlecht. Eieieiei, jetzt will das hier nochmal wissen, oder was? Boah, da breakert er nochmal rein. Jetzt bleibt nur noch eine Schlacht. Jetzt haben wir ihn. Hör auf, Havoc, oder du wirst in die Leere verbannt. Mich deiner Ordnung beugen und meinen Sieg aufgeben. Du bist verrückt. Diese Zeitlinie wird sich dem Chaos nicht beugen. Ihre Wesen sind dazu nicht bestimmt. Bestimmt? Es gibt keine heiligen Gesetze, keine göttlichen Regeln. Ich bin das Recht, denn ich habe die Macht. Und ich segne alle Wesen überall mit Anarchie. Ich hasse Mathe. Sie sind uns bald zahlenmäßig überlegen. In der Tat. Ja.
Jede Zeitlinie, die ich erobere, endet so. Ach, ein Kampf, den ich nie verliere. Ein Kampf zwischen Titanen. Nicht diesmal, Havoc. Diesmal kämpfst du gegen mich. Nein, Bihan. Dein Ego ist zu... Havoc hat meinen Geist mit Chaos erfüllt. Ich kenne seine Gedanken und seinen Combat. Narr, du hast nichts gelernt. Chaos ist unberechenbar, unvorhersehbar. Du bist nicht auf den Schmerz vorbereitet, den du erleiden wirst. Schon mies, wenn man sich unendlich klonen kann, ne? Hat sogar mehr Leben. Wow, wow, wow. 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 Ja, und die Klon-Family. Aber ich bin der Schatten. Und der Schatten ist immer hinter dir. Lass den Kopf hängen, Bruder. Oh, der kann Blow. Autsch, autsch. Aber ihn kann man auch blowen. Wie witzig ist das denn? Der alte Glatzkopf. Stirbst du, endet deine Geschichte. Alter Noob ist wirklich ultimate strong. Einfach mal zerbombt. Alter, ich bin halb tot. Wow. Riech an meinem Anarchiefuß. Wow, 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 wow. Boah. Boah, nee. Zänkische Lakaien leben nicht lange. Zänkisch. Weit. Was? Warum hab ich den eben gerade nicht getroffen? Oh mein Gott. Why again? Alter, diese Explosion ist so räudig. Ah, der gewinnt. Jan dachte nicht eine Sekunde lang, dass Havoc ihn schlagen würde, und so nahm er die Überraschung mit in sein Grab. Er ist stark. Fight. Nee, 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 keine Havoc Explosions. Boah. Boah. Ich mach ihm gefühlt kein Damage und er ballert mir die Fresse weg. Zänkische Lakaien leben nicht lange. Der ist richtig zänkisch unterwegs. Komm schon. Geht wieder los und teilt aus. Der Sohn. Der Flowy. Alter, das haut aber auch derbe rein. Oh nein, der blowt. Ich glaube, ich bin tot. Ich glaube, dem sein Flowy macht exorbitant Damage. Nur einen Konterblow machen. Oh mein Gott, der trappt mich direkt. Konterblow. Oh.
Alter, und er gibt direkt mal so einen Laserbeam. Wow. 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 Da scheißen sie nochmal richtig rein, ne? Heftig. Heftig. Fight. Es geht direkt weiter hier, ha? Huh? Boah, diese Explosion. Der hat halt gefühlt null Nachteil davon. Kannst du aufhören damit? Kannst du damit aufhören? Alles nicht so geil, was du da machst. Durchgebreakert. Ah, ah. Mach ja keinen Blow, Alter. Ich glaub, da wollte ich wieder die Explosion machen. Stirbst du, endet deine Geschichte. Fight. Dann bring ihn um. Guck mal, da blockt er das einfach weg, ne? Gegen die Explosion kannst du auch gefühlt nichts machen. Und er hat danach dieses Gottschild. Komm schon. Jetzt ja kein Flowy machen. Yes. Wir kennen seine Verbindung mit dieser Zeitlinie nicht. Ihn zu vernichten, könnte sie endgültig auslöschen. Ich töte nicht Millionen unschuldiger Wesen. Das ist nicht unser Problem. Unseres ist das... Es reicht! Ich habe genug von deinem Egoismus. Nein, ich werde... Nein, nicht dieser Kampf. Danke, Garrus. Und dir für deine Hilfe. Ich handelte für Bi-Han. Er hätte mit seiner Herausforderung nichts erreicht. Nun gut. Du hast viel für unsere Zeitlinie getan. Als Dank werde ich dich vor der Wut der Imperatorin schützen. Geh. Geh zu deinen Lin Kuei. Und Bi-Han? Bis er geheilt ist, werde ich auf ihn Acht geben. Und werde ich vom weiteren Verlauf erfahren? Wenn ich es für richtig halte. Und Sektor! Weitere Übertretungen der Lin Kuei werden streng bestraft. Als ihr Großmeister in Bi-Hans Abwesenheit wirst du dafür verantwortlich sein. Kann Havocs Magie wirklich rückgängig gemacht werden? Ja. Doch um die Feinheiten zu verstehen, dauert es Jahre. Vorerst wird sich Bi-Han in den Tempel der Elemente zurückziehen. So ist es für uns alle sicherer. Und dann gibt es auch noch Cyrex. Sie erwartet deine Entscheidung.
Ich kenne Harumis Gedanken, aber ich bin mir unsicher. Vertraue deiner Frau, Kuai Liang. Mach dir ihre Weisheit zunutze. Du bist hier. Danke. Ich habe mich entschieden. Wie versprochen. Ehe du fortfährst, möchte ich noch einmal sagen, dass ich... Du hast gut gegen Havoc gekämpft. Und mein Leben gerettet. Doch das ist... Nicht genug. Ich verstehe schon. Doch das ist nicht alles. Ich verurteilte dich hart, weil du Bihans Lügen geglaubt hast. Doch auch ich glaubte ihm. Er ist es. Er allein hat meinen Zorn verdient. Du hingegen verdienst eine Einladung. Ich... Was soll ich sagen? Ich danke dir, Kuai Liang. Ich danke dir, Großmeister. Ah, Meisterwerk mal wieder, ne? Möge Mortal Kombat nie enden. Aber da fehlen noch so Aftercredits, oder? Boah, das könnte... Darf ich das überspringen? Ich hoffe. Nö, es gibt leider keine After-Credit-Scene. Das ist Ende. Bi-Han ist jetzt natürlich die heiße Nummer irgendwie so, ne? Als Noob. Der nächste ultimative Feind. Der konnte immerhin einen Titan bezwingen. Das muss man ihm lassen. Also er hat sehr viel Macht. Dementsprechend könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass der vielleicht nochmal eine zentrale Rolle spielt in Mortal Kombat 2. Das wäre dann die Reihenfolge. Ansonsten, großartiges DLC, hat mir sehr gut gefallen. Es hat richtig Spaß gemacht, hier nochmal die Story-Erweiterung zu spielen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Projekt. Es kommt viel. Es kommt unter anderem Until Dawn, Silent Hill 2 Remake. Eigentlich irgendwie nur Remakes, aber es kommt viel. Ihr dürft also gespannt sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Bewerten, Kommentieren. Vielleicht spielen wir auch endlich mal die Türme, wenn es die Zeit zulässt. Denn die würde ich gerne endlich mal spielen, um die ganzen Stories noch zu sehen. Da gibt es ja auch für jeden Charakter nochmal einen Turm. Dann würde ich eigentlich mir auch gerne noch die ganzen Animatalities, heißen die so? Die würde ich mir auch ganz gerne noch alle angucken. Also ja, es gibt noch super viel spannenden Content in Mortal Kombat und auch in der Zukunft, was andere Games angeht. Ich bedanke mich, auf Wiedersehen und tschüss!